Die Produzenten von Mixed Vision haben sich da was Großartiges ausgesucht. Und jetzt unbezahlte Werbung. Das ist halt einfach. Ich kriege dafür kein Geld, dass ich das sage, aber das ist halt einfach. Ist, ja, noch nicht. Aber das ist halt einfach. Das ist schon eine großartige Spielesammlung. Schon echt. Nicht üble Spiele. Können wir da oben vielleicht irgendwas machen? Und das steckt offensichtlich fest. Die Kurbel können wir nicht so wirklich drehen. Ah, okay, verstehe. Wir könnten den Sarg mal runternehmen. Sind immer noch Steine drauf, aber okay. Ach, Eddie, verstehst du denn die Mechanik mit dem Zahnrad nicht? Deine Fäden sind im Weg. Ja, das ist gut. Wenn meine Fäden im Weg sind. Das ist toll. Das ist praktisch. Was machen wir nun dagegen? Tja. Sekunde, vielleicht können wir ja. Sekunde, ja, natürlich. Wir können hier den Sarg darunter schieben. Respektvoll, aber wenn es funktioniert. Das dürfte klappen. Ja. Ist das Ganze hier für dich immer noch ein Abenteuer? Oder sehnst du dich nur noch nach einem warmen Feuer? Beides. Lass dich nicht beißen. Wieder rettet dich nicht gesunder Verstand, sondern meine gütige Erzählerhand. Ja, natürlich. Holzstöckchen. Schaut man kurz auf diese dumme Hundetöle, fragt man sich, an wen sie ein erinnern möge. Jagt versessen einen morschen Zweig, als brächte er Glückseligkeit. Und es bleibt da. Ein wirklich hübsches Städtchen hat unsere Abby da gefunden. Doch scheint alles verriegelt in den späten Abendstunden. Und rein können wir sowieso nicht. Es sei denn, es ist zweidimensional. Als ob ihr vor Hoffnung die Manieren entarten, stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten. Ach, Abby. Ja, so nicht so praktisch. Nicht mit offenen Armen empfangen. Der Bäckerin ist ihr kaputter Zaun definitiv nicht entgangen. Kann man es ihr verübeln, eine kleine Unruhestifterin in ihr zu sehen? Na, aber sie hat uns weitergebracht. Was machen wir hiermit? Eine düsterere Version von dem Titelsong. Sehr schön. Soundtrack auch wieder herrlich. Können wir uns hier festhalten? Ich glaube ja.
Schaut nur, können es mal versuchen. Wie sie es immer wieder versucht. Verdammt. Ich war zu freilich. Es bringt vielleicht irgendwas. Wenn auf das Rad können wir, glaube ich, nicht drauf. Das wird nichts bringen. Das Rad. Es dreht sich zu schnell. Und falsch herum. Verdammt. Ich könnte mich eventuell daran festhalten. Vielleicht kann ich das anheben. Okay, nee, kann ich nicht. Ich kann mich daran nicht festhalten. Dann muss ich es wohl irgendwie anheben. Das ist für Springen zuständig. Es bringt nichts. Vielleicht können wir schieben. Wenn es ziehen nicht hilft. Ah. Ein netter Gedanke, Abby. Aber du bist viel zu klein, um den Bach zu verstopfen. Aha, aber ich weiß, wer groß genug ist, um den Bach zu verstopfen. Abby schert sich nicht mehr allzu sehr um die Frau, der sie den Rücken kehrt. Ja, und das Mühlenrad geht. Was ist das fies? Mühlenrad ist langsam. Wir gehen das hoch. Das Mühlenrad hat erfolgreich sie erklommen. Doch wer heißt so ein Gör willkommen? Tja. Da werden wir hoffentlich schon auch noch eins finden. Seine Bande streifen durch. Oh nein. Pass die sind wieder da. Abby. Gib auf dich Acht. Am Waldesrand haben sie dich nicht erwischt. Der Regen hat inzwischen deine Spuren verwischt. Doch so schnell lassen sie nicht von dir ab. Für des Direktors Gold durchsuchen sie die ganze Stadt. Das sind dumme Leute. Pass auf deine Fäden auf. Wenn die für so wenig Geld so eine Suche machen. Ich meine. Ach, Abby, gib doch Acht. Wer soll das alles wieder aufräumen? Außerdem sind deine Fäden verheddert. Jetzt muss ich... Da hinten. So. Deren Gewicht in Geld, das ist... Was ist das für eine Bezahlung? Viel zu Boden und muss nun klettern. Was ist das für eine dumme Bezahlung? Ja. Mit sehr schön. Mühe gelingt es Abby, das Gerüst zu erklimmen. Vergnügtes Lachen hört man freudig klingen. Nur Abby möchte es keine Freude bringen. Schau, wie das Fest tobt, Abby. Oha. Jeder hat seinen Platz. Ein Festival. Ein festives Fest. Gerade als Abby sich auf ihr Zirkusgelände besinnt. Tanzen ein bisschen zur Musik. Wir genießen ein bisschen. Und ein bisschen. Oh nein! Sie nur knapp dem Allerschlimmsten entrinnt. Früher war sie es, die den Leuten viel Freude schenkte, wovor sich ihr Leben aufs Überleben beschränkte. Apfel. Können wir das nicht essen? Das Äpfelchen. Und bestimmt werfen. Thank you.
Nee, das bringt nichts. Apfelwurf tut hier nichts für. Als ausgestoßene Fremde am Festesrande fristet sie ihr Dasein in Furcht. Nein. Vor der Räubersbande. Nicht hier. Okay. Ich glaube, das soll nicht so. Das war wohl nichts, kleine Abby. Das Gefühl, wir müssen den Karren mitnehmen. Den brauchen wir da drüben. Oh nein. Ach, Abby, so kommst du nicht durchs Leben. Okay, wir müssen aufpassen auf den einen. Und dann die Glocke läuten dort am anderen Ende. Na komm. Das kriegen wir hin. Der steht da nur so rum. Der Wagen. Stand da schon die ganze Zeit. Nein, der Wagen steht da schon immer. Nein. Ach, Abby, so kommst du. Verdammt. Da drüben musst du einen Apfel werfen. Das denkt dann vielleicht den zweiten ab. Ja, ich weiß. Oh nein, zurück. Warten. Warten. Und jetzt. Niemand hier. Errungenschaftlicher Schalt, knappe Sache. Aha. So, gehen wir dann darüber. So, jetzt kommt der Abfallweitwurf. Verlernt hat unsere Abby das Werfen nicht. Doch steht sie diesmal nicht im Rampenlicht. Was bringt's? Ah, den Ablenken und den Wagen hinter ihn herrollen. Das müsste klappen. Und Wasser. Du willst doch wohl nicht das Ende der Geschichte verpassen. Ihre kleinen Augen hat sie satt gesehen an dem, was in der Welt geschehen. Was golden schien, wurde schwarz,
Süßes schmeckte bitter. Ebbys schöne Welt ertrank in Kälte und Gewitter. Am Ende will sie nur noch rasten, sicher und allein, und sehnt sich ganz bestimmt zurück ins gute Alter. Oh nein. Den Banditen stolperte sie in die Arme, mochte nicht mehr laufen, so ergab sie sich fast wehrlos dem üblen großen Wolfshaufen. Und schon wieder im Käfig. Das gibt's doch nicht.